Folien. Hier sind also die einzelnen Litos, wie man das ja nicht so ganz richtig nennt. Ja. Die einzelnen Filme aufgeklebt. Ja. Sind die Decksteile aufgeklebt, die Seitenziffern aufgeklebt. Und das Ganze nach einem bestimmten Prinzip. Ja, für die Aluplatten. Ja. Und da werden sie entwickelt. Ja. Und da hinten noch nachbearbeitet. Ja. Da können Sie sehen, was er da noch macht. Ja, das wird von der Platte weggedeckt. Ja, irgendwelche Fehler werden ja, einfach... Ja, genau, Schnittkanten oder irgendwelche Schmutzstellen. Ja. Von Herrn da drüben. Ja, von dem ganzen Atelier vielleicht. Das ist also der Spezialist für die knippeligen Angelegenheiten. Nee. Ja? Da macht er... Visitenkarten, Todesanzeigen. Ja, nur also, schwarz-weiß. Also kleine Sachen. Ja, das kann man. Also Einfarbenmaschinen. Das ist eine Zweifarbenmaschine 5070. Aha. Das ist eine Zweifarbenmaschine 7000. Damit drucken? Zwei Farben? Ja, also wie gesagt, zweifarbig im Format 72x104. Die Maschine hat also deswegen zwei Türme mit zwei Druckwerken. Ja. Das, was wir jetzt hier sehen, ist die sogenannte Auslage, wo die Bogen hinten rauskommen. Ja. Das an den fünf Türmen, ja. Auch im Format 72x104. Hier färben die vier Grundfarben, schwarz, blau, gelb, rot, gedruckt. Und zusätzlich entweder Gold oder Lack oder irgendeine Zusatzfarbe, das hat sich in der Praxis immer sehr bewegt. Mittels Saugkraft werden die Bogen einzeln angehoben und dann in die Maschine auf den sogenannten Anlagetisch geschoben. Hier wird der Bogen in drei sogenannte Marken eingeschoben, passgerecht eingeschoben und dann in die Maschine, in das Druckwerk hineingezogen. Neuen Platten. Ach, die sind von einer Seite da. Von einer Seite bedruckt. Ja, da ist immer nur die. Ja. Fertig kopierten Druckplatten, die jetzt in die Maschine eingehängt werden. Warum vier Platten? Für die vier Grundfarben: Schwarz, Gelb, Rot und Blau. Und im Zusammendruck dieser vier Grundfarben haben wir dann das Komplette herausgezogen. Und die neue Platte eingespannt. Man sieht, dass das heutzutage schon mit einigen wenigen Handgriffen zu machen ist. Ja. Ganz wichtig für einen rationellen Arbeitsablauf, dass diese immer wiederkehrenden Arbeitsvorgänge ganz schnell gemacht werden können. Jetzt zieht die Maschine die Platte selber ein, sehe ja, ich da. Jetzt zieht die Maschine die Platte selber ein, genau richtig. Und jetzt ist sie um den Plattenzylinder herum gespannt, der Gummituchzylinder und dagegen, da ganz weiter drunter ist der Gegendruckzylinder und dazwischen läuft das Papier durch. Aha. Ich mache gleich mal die Klappe auf, dann kann man das auch sehen. Hier vorne ist der Übergabezylinder. Ja. Mache ich die mal zu und die auf. Ja.
Druckerpuls. Hier kann der Drucker mit diesen Knöpfen die genaue Farbe einstellen. Wir haben hier einen idealen Fall. Wir haben immer ein Bild nebeneinander quasi auf dem Bogen und nicht hintereinander. Auf diese Weise kann man die Farbe ganz exakt pro Bild individuell stellen. Das macht er also, wie gesagt, elektronisch mit diesen Knöpfen. Hier kann er die drei, vier Grundfarben einstellen, schwarz, blau, rot oder gelb. Und kann dann ganz minimale Farbveränderungen in diesen Bereichen vornehmen. Ja, dies ist also ein sogenannter Blindband, den man vorher schon mal anfertigen lässt, um dann die Bilder dort an die entsprechenden Stellen einzukleben, zu probieren, was passt wo, mit welchem Text am besten, quasi als Arbeitsunterlage für den Drucker und auch für den Buchbinder. Ausgedruckt ist, wird sie gummiert und aufbewahrt für einen eventuellen Nachdruck. Und dieses Gummieren macht er jetzt hier im Moment. Ja. Die Maschine läuft jetzt an, die ersten Bogen kommen. So, jetzt werden die, jetzt wird also quasi der Andruck gemacht. Ja. Und anschließend wird genau die Farben werden genau eingefasst. Die müssen ja ganz haarscharf übereinander stehen. Farbenzähler und stellt fest, ob die Farben genau übereinander stehen. Dass der Passer steht. Ob der Passer steht, richtig. Schon gefaltet, damit man feststellen kann, ob die Reihenfolge der Seiten richtig ist. Ob die richtigen Seiten nacheinander tatsächlich kommen. Die verschiedenen Formen, die habe ich gedruckt und warten auf die Abholung. Sonst alles stehen, keine Flecken, Schmutz und so weiter. Hier ist ein roter Fleck drin. Oh. Die Bogen richtig rum vorgeschlagen. Das Seestück. Das soll mehr blau stiegen, aber rot stiegen werden. Das ist ja. So. Dann, hier war klar, der ist raus. Und hier wollen wir nochmal gucken. Das ist eigentlich ja, wir können anfangen, genau. Hier sehen wir das Original und den reproduzierten Druck.
haben wir noch geringe Farbdurchdringung. Vorne, schwarz oder blau? Der muss raus. Ja, wie kann der dann reinkommen? Ja, das gibt's mal. Das irgendeiner da. Ne? So schnell kann ich auch nicht reagieren, ein Bogen erst. Gucken wir mal an, das ist, als wenn da rot aufgekommen wäre. Was hast du da gemacht? Noch rötlicher. Oh, wir können doch auch aufhören. Ja. Und hier. Hier. Erzählen Sie mal hier. Hier. Erzählen Sie mal hier. So, jetzt wollen wir mal sehen, was das ist. Hier haben Sie gar nichts jetzt nicht verändert. Blau.
So, es sind wieder 1000 Stück gedruckt. Die werden nun abtransportiert. Vollen Touren. Die nächsten 1000 werden gedruckt.